Hallo, mein Name ist Angela Schlenkrich. Ich bin die Archivarin vom Markt Zusmershausen und möchte Ihnen heute etwas erzählen über die Geschichte unseres alten Pfarrhauses. Ursprünglich gehörte das Gebäude natürlich der Kirche. 1994 war das Gebäude renovierungsbedürftig und die katholische Kirchenstiftung wollte ein neues Pfarrheim. Deswegen tauschte die Kirche mit der Gemeinde Grundstücke. Und zwar bekam die Gemeinde das Pfarrhaus mit der Pfarrwiese und die Kirchenstiftung das frühere Lehrerwohnhaus und das frühere Feuerwehrgebäude. Das Pfarrhaus wurde 1817 errichtet. Die Denkmalpflege spricht von einem stattlichen, zweigeschossigen Bau mit Halbwalmdach über kräftigem, umlaufendem Gesims. Die Wandgliederung erfolgt durch ein horizontales Gurtband und vertikale Bänder zwischen den Fensterachsen. Um die Fenster sieht man Putzbandrahmen. Vom alten Pfarrhof weiß man sehr viel, weil der damalige Pfarrer Johann Nepomuk Kriehofer die Baugeschichte sehr gut dokumentiert hat. Demnach war Baubeginn am 26. März 1817. An dem Tag hat man begonnen, das alte Pfarrhaus abzubrechen. Bei den Bauarbeiten 1817 hat man hier auch noch ein wenig tiefer gegraben, weil man schon wusste, es gibt ein noch älteres Gebäude und ist den Gerüchten nachgegangen, dass vielleicht ein unterirdischer Gang hier unter dem Empfangsraum hinauf zur Kirche gegangen sei. Leider haben sie nichts gefunden, es waren nur ganz viele alte Steine und Gerümpel, also hat man etwas enttäuscht wieder aufgegeben. Kriehofer schreibt, dass die Balken total vermodert waren und die ganzen Holzbalken kaum noch als Brennholz verkauft werden konnten. Die Bauaufsicht hatte der Pfarrer selbst, der Auftrag kam von der königlichen Baudirektion. Bei den Bauarbeiten von 1817 fand man einen Stein, auf dem stand die Jahreszahl 1519. Das heißt, das Vorgängergebäude kann man auf jeden Fall um diese Zeit datieren. Jetzt ist die Frage, von diesem alten Gebäude steht ja nun mal leider nichts mehr. Also wie kann man sich vorstellen, wie kann man das rausfinden, wie dieses ursprüngliche Gebäude ausgesehen hat? Dafür nimmt man historische Pläne oder auch Ortsansichten. Zum Beispiel haben wir einen Plan von 1740, der heute im Staatsarchiv Augsburg aufbewahrt wird. Darauf sieht man den Pfarrhof und an den Ecken müssen Erker oder vielleicht sogar kleine Türmchen gewesen sein. Und auch auf dieser Ortsansicht wird der Pfarrhof mit zwei Erkern dargestellt. Der Pfarrer Kriehofer von 1817 beschreibt diesen damals abgerissenen Pfarrhof als ein Schloss und vermutet ein hohes Alter. Hinter dem Pfarrhaus befand sich der Pfarrer Stadel, der 1845 mit von der Gemeinde geleisteten Hand- und Spanndiensten neu gebaut wurde. Hand- und Spanndienste bedeutet also Handdienst. Ich arbeite unentgeltlich mit meiner Hände Arbeit. Und Spanndienst heißt, ich habe ein Gespann, also ein Pferdegespann zum Beispiel, und einen Wagen, den ich für Transporte zur Verfügung stelle. Der Pfarrer spendete für die Bauarbeiten, nachdem die Bürgerinnen und Bürger von Zusmershausen unentgeltlich arbeiteten, Bier und Brot. Früher hat man in diesem Pfarrstadel den Getreidezehnt aufbewahrt, den man für den Pfarrer abliefern musste. 1961 hatte sich die Kolpingsfamilie Zusmershausen einen Raum im Pfarrstadel als Vereinsheim ausgebaut. Diese Nutzung war aber nur sehr kurz, denn der Kolpingverein löste sich schon 1968 wieder auf. Endgültig abgerissen wurde der Stadel 1977, als er bereits über 100 Jahre nicht mehr genutzt wurde. Als der Pfarrer Rochmanit noch im Pfarrhof wohnte, befand sich im Erdgeschoss das Pfarramt, die Volksbücherei und ein Besprechungsraum. Der ganze erste Stock gehörte dem Pfarrer als Wohnung.
2002 wurde das Pfarrhaus zum vorerst letzten Mal saniert. Fundamente mussten trockengelegt werden. Ein mit Glasbausteinen vermauertes Fenster über der Eingangstür wurde wieder geöffnet. Die Fensterläden, die man in den 60er Jahren entfernt hatte, wurden wieder angebracht. Die Eingangstüren wurden erneuert und vor allem behindertengerechte Zufahrtsrampen angebracht. Heute ist hier im Gebäude von der Gemeinde einmal der Trauungsraum und der Empfangsraum, die hinteren Räume und das erste Stockwerk wird genutzt von der Singermusikschule Zusmarshausen-Harrau. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und hoffe, dass etwas Interessantes oder Spannendes für Sie dabei war und vielleicht ein andermal mit einem anderen Gebäude hier in Zusmarshausen.